Stellar Blade ist längst kein Kaffeeklatsch. Vielmehr ist es eine Art Action-Adventure wie Bayonetta oder auch vielleicht Devil May Cry. Und dazu kommt noch ein kleiner Mix Sekiro dazu. Also ein Spiel, was euch wirklich fordert. Deswegen zu Beginn die Tipps und Tricks für Einsteiger, damit ihr in Stellar Blade besser klarkommt. An sich ist Stellar Blade wirklich schön anzusehen, das muss man auf jeden Fall sagen. Doch damit das Ganze noch ein bisschen besser ausgeht, müsst ihr unbedingt in den Optionsmodus reingehen und den HDR-Modus anschalten, wenn ihr einen HDR-Fernseher habt. Nur dann bekommt ihr nämlich die gute Grafik angezeigt. Wenn ihr schon in den Optionen seid, solltet ihr außerdem unbedingt automatisches Aufsammeln auf Anstellen, denn das hilft euch wirklich weiter und erspart euch das nervige Geklicke, immer wenn ihr über einen Gegenstand lauft. Habt ihr diese Option aktiviert, kann es losgehen in die Welt von Stellar Blade und die ist wirklich ziemlich schön anzusehen. Achtet auf jeden Fall aber darauf, dass ihr häufig euren Scanner benutzt, den ihr mit dem Touchpad aktiviert, um nicht nur die richtige Richtung zu finden, sondern auch öfters mal auf neue Schätze zu stoßen. Die Welt von Stellar Blade ist nämlich ziemlich verwinkelt und hier könnt ihr euch ziemlich gut eine Orientierung verschaffen. Außerdem zeigt euch dieser Scan auch an, wenn ein versteinerter Kollege quasi ein echter Gegner ist. Ja, mit dem Scan findet ihr natürlich auch versteckte Gegenstände. Dabei solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr gerade am Anfang wirklich gründlich sucht. Und wie gesagt, mit dem Scan könnt ihr herausfinden, ob ein Versteinerter noch lebt oder nicht. Die Gegenstände, die ihr dann findet, sind nämlich relativ nützlich manchmal, so wie hier gerade am Anfang ein Beta-Boost. Wenn man den dann verpasst, ist es natürlich relativ ärgerlich. Deswegen immer lieber einmal zu viel scannen, um die Umgebung zu erkunden. Es sind aber nicht nur versteckte Truhen, die ihr finden könnt, mit denen ihr dann mehr Materialien bekommt, sondern ihr müsst die Welt wirklich ganz gründlich absuchen. In Stellar Blade gibt es nämlich immer wieder Orte, an denen besondere Geheimnisse stecken. Hier könnt ihr zum Beispiel bei dem Kran eine Mauer zerbrechen. Das ist erstmal so auf den ersten Blick gar nicht zu sehen, aber ihr müsst hier relativ viel ausprobieren, denn mit anderen Objekten, die ihr steuern könnt, könnt ihr andere Objekte zerstören, so wie mit dem Kran hier die Mauer und dahinter befindet sich natürlich noch ein schönes Secret. Außerdem gibt es in der Welt immer wieder versteckte Gänge, die nicht nur schöne Materialien haben, sondern auch manchmal solche kleinen Roboter hier und die müsst ihr unbedingt alle erledigen und auch finden, denn die werfen besonders gute Materialien raus und die braucht ihr natürlich, um euch entsprechend abzugraden. Sobald ihr nämlich die ersten Gegner oder vielleicht auch sogar schon einen fetten Bossgegner platt gemacht habt, habt ihr nämlich auf jeden Fall genug Materialien, um euren Charakter zu verbessern oder eben SP-Punkte, um eure Fähigkeiten abzugraden. Habt ihr also genug bunte Steinchen gesammelt, dann können wir uns ans Upgrade-System machen und das kann am Anfang schon mal relativ verwirrend sein. Deswegen würde ich euch am Anfang folgende Fähigkeiten empfehlen, nämlich als allererstes mal würde ich euch empfehlen, hier auf Blinzeln zu gehen. Blinzeln ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die euch erlaubt, blaue Attacken eines Gegners zu kontern. Außerdem sollten wir hier auch noch Zurückschlagen machen, was euch wiederum erlaubt, lilane Attacken eines Gegners zu kontern. Das sind die ersten zwei Dinge, die man theoretisch machen kann, wobei Zurückschlagen auch später aktiviert werden kann. Diese Techniken solltet ihr auch wirklich im Trainingsmodus üben, damit ihr sie drauf habt und auch bei jedem Gegner anwenden könnt. Es wird nämlich so sein, dass später auch Bossgegner diese Fähigkeiten haben und ihr die dann drauf haben müsst. Außerdem ist die Fähigkeit Hinterhalt ganz wichtig. Die ist nämlich besonders praktisch gegen starke Gegner. Ihr könnt sie so von hinten angreifen und direkt mit einem Schlag platt machen. Hinterhalt unbedingt eine Fähigkeit, die ihr als erstes oder als zweites freischalten solltet und anschließend solltet ihr natürlich auf die Beta-Energie-Aufladung gehen, damit ihr nach jedem erfolgreichen Parieren mehr Beta-Energie bekommt, mit denen ihr dann quasi die starken Kombos ausführen könnt. Das solltet ihr auch unbedingt machen.
Dann geht es natürlich weiter und zwar können wir dann hier noch Ansturm machen. Ansturm ist eine sehr wichtige Fähigkeit, um Distanz zu überbrücken. Würde ich euch auch empfehlen, auch am besten beide Stufen zu machen. Am Anfang hilft euch das sehr gut weiter und dann solltet ihr in die Beta-Fähigkeiten investieren. Wenn ihr diese kleinen Standard-Tipps beachtet, solltet ihr wirklich keine Probleme mehr in Stellar World haben. Natürlich, noch vorausgesetzt, ihr schafft es ordentlich, die Gegner zu parieren. Ganz wichtig, eine kleine Sache habe ich noch vergessen. Wenn ihr irgendwie großartig Gebäude durchsucht oder ähnliche Komplexe, dann achtet unbedingt darauf, dass wenn ihr eine Tür seht, die quasi angelehnt ist, dass ihr diese Türen öffnen könnt. Es gibt viele Türen, die sind zu, aber es gibt hier solche zuhenden Türen, die gehen nicht, aber es gibt hier solche angelehnten, die sind ein bisschen tricky, sind ein bisschen getäuscht quasi und da könnt ihr dann diese Tür einfach öffnen. Da unbedingt ein bisschen drauf achten, da ist nämlich meistens auch was Schönes dahinter, hier in dem Fall sogar ein neuer Anzug. Also Freunde, beachtet diese kleinen Tipps für Einsteiger und es sollte eigentlich für euch keine Schwierigkeiten bereiten. Ansonsten gibt es alle Bossguides zu Stellar Blade und die ganzen Lösungen im Kanal, schaut euch da gerne mal rein.